Ganz herzlich willkommen hier bei Nachspielzeitpunkt Rocks mit der ABB FIA Formel E-Meisterschaft 2017-18, also Saison 4. Ich bin Andreas Richter und melde mich heute wie immer nach einem Rennen mit einer Analyse, mit einem Rückblick auf das, was wichtig und interessant war. Gemeinsam mit Sponsor und Partner Automobil.tv präsentieren wir euch diese Analyse und die beiden eben genannten Portale, die bringen auch jeweils aktuelle Berichte, Trainingsberichte, Rennberichte, Tabellen, Zwischenstände, Meisterschaftsentwicklungen, alles in schriftlicher Form, wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, herzlich gerne einfach reinklicken. Die Playa Brava, das ist die unbezähmbare Küste, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Das ist der Strandabschnitt, an dem die Rennstrecke in Punta del Este entlangläuft. Und die ist direkt an der Strandpromenade, direkt am Sand. Anders als in Sandford, da ist gut ein Kilometer Luftlinie zwischen Wasser und Sand einerseits und Rennstrecke andererseits. Also hier besteht schon die Gefahr bei entsprechender Windrichtung, dass Sand auf die Strecke geweht wird. Das war auch der Fall im Training zumindest, aber es war nicht weiter entscheidend. Entscheidend waren andere Dinge. Zum Beispiel ein toller Zweikampf an der Spitze vom Tabellenzwischenstandsleader sozusagen Jean-Éric Vergne, dem Franzosen in Diensten des chinesischen Teams Techita, und Lucas Di Grassi, dem amtierenden Meister von Audi Sport Abt Schaeffler. Lucas Di Grassi fuhr zum ersten Mal in dieser für ihn so schwierigen und bislang schlechten Saison aufs Podium, wurde am Ende Zweiter. Es war ein ganz enger Zweikampf. Er war der schnellere Mann mit dem schnelleren Audi. Der Audi e-tron FE04, so heißt er das Auto, war das schnellste im Feld. Das war zu sehen, aber er kam, der Lucas Di Grassi, eben nicht am Franzosen vorbei. Der hat fair, absolut fair und korrekt hart dagegen gehalten. Toller Zweikampf, etwas für Rennenthusiasten. Dritter wurde Sam Bird, Fünfter wurde Felix Rosenqvist, der Schwede. Damit sind die ersten drei noch ein bisschen mehr oder haben sich noch ein bisschen mehr abgesetzt vom Rest des Feldes in der Meisterschaftszwischenwertung. Aus deutscher Sicht Daniel Abt. Er war auf dem Weg Richtung Podium und dann nach seinem Pflichtboxenstopp eine Runde später kam er schon wieder rein. Was war passiert? Seine vier Sicherheitsgurte hatten sich aus bislang noch unbekannten Gründen gelöst. Ich darf vermuten und spekulieren, dass die Mechaniker ein bisschen, in bester Absicht natürlich, aber ein bisschen zu schnell gearbeitet haben und damit wäre genau das, was viele Kritiker, auch wir hier bei Nachspielzeit.rocks angemerkt haben, vor dem Regelwechsel vor wenigen Wochen hin zu einem Streichen der festgeschriebenen Standzeiten, dass eben die Gefahr besteht, dass, um Zeit zu sparen, dann doch nicht so genau gearbeitet wird bei den Boxenstopps und der Fahrer nicht richtig festgeschnallt wird. So war es vielleicht hier bei Daniel Abt der Fall, vielleicht aber auch ein Gurtschlossdefekt, das wird sich noch klären. Deswegen zweiter Boxenstopp für ihn und damit keine Chance mehr auf die Punkte, geschweige denn aufs Podium. Am Ende kein Platz unter den Top 10. Einziger Deutscher unter den ersten 10 war Maro Engel auf Rang 10 in seinem Venturi. Also aus deutscher Sicht nicht so ein tolles Rennen, zumal Nick Heidfeld ganz in der Anfangsphase schon wieder aussteigen musste. Warum? Ähnlicher Defekt, so sah es zumindest von außen aus wie zuletzt in Mexiko. Der Wagen blieb einfach mitten auf der Strecke stehen in Mexiko. So hat das Team Mahindra gesagt. Wissen Sie immer noch nicht, was eigentlich der Grund war? Bei Nick Heidfeld wurde bislang zumindest kein Grund offiziell genannt. Die dritte Station in der vierten Saison in Punta del Este in Uruguay war ein tolles Rennen, eine schöne Stadt für ein solches Rennen im Rahmen der ABB FIA Formel E-Meisterschaft. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. In rund vier Wochen, Mitte April, sind wir in Europa. Dann geht's nach Rom, eine echte Premiere. Und das Rennen jetzt in Punta del Este hat ja auch eine Premiere ersetzt. Wir sollten ja eigentlich fahren in Sao Paulo in Brasilien. Die mussten um ein Jahr verschieben, deswegen ging es nochmal nach Uruguay. Also in vier Wochen sind wir in Rom bei einer echten Premiere, dann in Europa. Wiederum vier Wochen später geht es nach Paris und Mitte Mai schon am 19. dann die deutsche Station, der E-Prix von Berlin in der bundesdeutschen Hauptstadt. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns vorher noch einige Male hier bei Nachspielzeit.rocks. Alles Gute, sagt euer Andreas Richter. Bis bald.